Intelligente Verkehrstechnologien bilden die Basis für eine nachhaltige Veränderung unseres Verkehrssystems. Mit Hilfe dieser Technologien lassen sich Verkehrsdaten aus unterschiedlichen Quellen in Echtzeit erfassen und miteinander vernetzen. Verkehrsleitung und Steuerung im Straßenverkehr werden dadurch wesentlich optimiert. Die ASFINAG steht für Verfügbarkeit und Verkehrssicherheit am Autobahn- und Schnellstraßennetz. Damit das auch tatsächlich tagtäglich passiert, ist es wichtig, eine effiziente Verkehrssteuerung zu haben. Die Kapazitäten optimal auszulasten und zu nutzen, ist die Aufgabenstellung der Verkehrssteuerung. Über Verkehrsinformationen, die direkt zum Kunden kommen, sei es über die straßenseitige Anzeige oder direkt ins Auto, leisten wir diesen Beitrag tagtäglich. Im Projekt Air-to-Traffic wird ein System zur fluggestützten Verkehrsanalyse entwickelt. Mittels modernster Kameratechnologie können Fahrzeugbewegungen aus dem Flugzeug erfasst und im Rahmen einer automatischen Bildanalyse in Echtzeit ausgewertet werden. Die Fahrzeug- und Bewegungsdaten werden mit Map-Matching-Technologien dem Straßennetz zugeordnet und liefern wichtige Verkehrsinformationen. So lassen sich Staus oder die Auslastung von Parkräumen besser vorhersehen. Das System soll in verkehrstechnischen Großräumen an besonders verkehrsreichen Tagen oder bei Großereignissen zum Einsatz kommen. Verkehrsdatenerfassungsanlagen am Straßenrand liefern schon heute aktuelle Daten über das Verkehrsaufkommen an die Verkehrsleitzentralen. Damit kann der Verkehr situationsbezogen geregelt werden. Für die sichere und effiziente Steuerung ist die Qualität der erfassten Daten entscheidend. Am Beispiel des Verkehrsmanagementprojekts ITS Vienna Region wurde eine Methodik zur Qualitätssicherung in Verkehrstelematiksystemen entwickelt. Als Messfahrzeuge dienen rund 2500 Funktaxis, die mehrmals pro Minute ihren Standort übertragen. Mit den gesammelten Daten können Detektoren Verkehrslage, Reisezeiten, Abbiegerelationen und Nutzungseinschränkungen in der digitalen Karte überprüft werden. In Ballungsräumen kommt es während der Belastungsspitzen täglich zu Verkehrsüberlastungen und Staus. Stark erhöhte Schadstoffemissionen und ein erhöhtes Gefahrenpotenzial sind die Folgen. In Linz wird ein System zur emissionsminimierenden, verkehrsabhängigen Zuflusssteuerung an Autobahnrampen konzipiert. Ein Teilnetz aus Autobahnen, Anschlussstellen und untergeordneten Straßen wird in einer Simulation getestet. Durch eine verkehrsabhängige Regelung an kritischen Knotenpunkten können in Zukunft Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen verringert werden. Der Datenaustausch zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur eröffnet flächendeckende und verkehrsträgerübergreifende Steuerungsmöglichkeiten und trägt zu mehr Sicherheit und Effizienz im Stadtverkehr bei. Im Projekt Priority wurde die sogenannte K2X-Technologie genutzt, um eine Optimierung des Verkehrsflusses zu erreichen. Dabei wurde untersucht, wie der Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs und Verkehrslichtsignalanlagen dynamischer gestaltet werden kann. Ziel war es, Verlustzeiten zu minimieren und Anschlüsse besser zu koordinieren. Das europäische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Coopers wurde unter wesentlicher Beteiligung österreichischer Partner durchgeführt. Dabei werden dynamische und situationsbezogene Verkehrsinformationen in das Fahrzeug übertragen und den Benutzerinnen präzise und vorausschauend dargestellt. Diese Verkehrsinformationen sind variable Tempolimits, Warnungen vor Staus, Unfällen, Glatteis oder Geisterfahrern. Zusätzlich zur technischen Machbarkeit des Systems wurde in 4 Autobahnkorridoren in 6 europäischen Ländern auch die Benutzerakzeptanz mit mehr als 200 Test-Userinnen nachgewiesen.
Weitere Aspekte wie die Verhaltensänderung von Benutzerinnen aufgrund von Verkehrsinformationen werden in dem Folgeprojekt Testfeld Telematik in Wien untersucht. Im Rahmen des ITS-Weltkongresses 2012 in Wien wird der Realbetrieb des Systems den Nutzerinnen demonstriert